Jede Nacht ist die Visite im Wald. Die Wölfe kontrollieren und alle müssen sagen, ich bin gesund, ich bin stark, mich bitte nicht. Ja, dann schauen wir uns am besten erstmal die Verletzten an, ja. Wenn der Stutzel käme und hätte einen Schaf um die Ecke bringen und auffressen, der trifft geschissen. Die Populationen haben in vielen ostdeutschen Bundesländern ein Plateau erreicht. Die Risse sind hochgegangen. Menschen haben Angst. Das ist ein Wolf. Cool. Nee, das ist nicht cool. Wir haben ein Bild von Wolf, das kulturell überliefert ist. Und der Wolf musste ja böse und schlecht werden, damit er ausgerottet werden konnte. Wenn mir dann jemand sagen will, der Wolf sei scheu, nein, ist er nicht. Warum soll er auch? Es passiert ihm ja nichts. Ja, scheiße. Es dürfte dann mal der Rüde von dem Rudel sein. Wie nah ist er an der Straße gefunden worden? Die Länder sammeln eng abgestimmt jährlich Tausende von Wolfsnachweisen, die einzeln verifiziert werden. Wir alle hier wissen ja gar nicht, wie Wölfe ticken. Und das macht die Angst aus. Das Beuteschema der Wölfe ist ganz eindeutig so, dass wir Menschen dann nicht drin sind. Es wird niemals viele Wölfe geben. In der Fläche wird der Wolf immer ein unglaublich seltenes Tier bleiben. Wir haben noch viel, viel Platz und machen jetzt schon so einen Alarm.